Hallihallo, liebe Leute. Langsam bin ich leider nicht mehr so begeistert wie am Anfang. Wir haben jetzt Versuch Nummer 4 im Duo-Ranking mit Marvin. Hallo. Guten Tag noch einmal. Und wir fliegen gerade die ganze Zeit wieder raus, weil irgendjemand nicht pickt oder keine Lust hat zu picken. Oder keine Ahnung. Ich weiß nicht. Da ist irgendwie. Der Wurm drin. Ja. Der Letzte will Firepower spielen. Okay. So. Pixuki for you. So, ich habe ihm das mal geschrieben, damit das nicht weggepickt wird. Ich fill dann einfach. Willst du Firepower spielen oder willst du Support spielen? Dann würde ich Firepower versuchen. Okay. Nix! Ja. Pick nix, sondern pick noch. Büb. Orion, oh, Aurora. Ich mag irgendwie lieber Aurora spielen als Orion, aber naja. Aber. Oh, die spielen ohne Heiler. Du Wuck. Ja, dann Orion. Wenn die mit Doppel Frontline spielen, muss ich Orion spielen. Bin ja nicht Das eben doof. nochmal am besten. Also, Was hat er gemacht? hier, Swap. Sehr schön. Das ist das erste Mal, dass ich mit dem Random geswappt hat. So, und ich spiele nämlich voll auf schnell aufladen und schnell wieder rausknallen. Die Ulti. Ich habe keine Skalierung mehr drin auf meinem auf meinen Shards. Außer. Nee, ich habe gar keine Skalierung auf meinen Shards mehr drin. So rum. Ich glaube, haben die Skills nicht in Base-Skalierung, glaube ich. So ein bisschen. Wie eine Base-Skalierung. Die meisten Skills haben noch eine Skalierung von sich aus. Eine ganz kleine. Nee, nee, das sind eigentlich alles Mods mit Ach der so. Eskalierung von den Shards. Na All gut. old Shards in Battle. Ich habe keine Ahnung, was die Old Shards sind. Ja gut, es sind keine von den irgendwie 3, 4, 5 neuen, die jetzt in den letzten Monaten dazugekommen sind, das ist richtig. So, Es geht los. wir sind im Spiel. Ja. Da, eine Viertelstunde oder 20 Minuten ungefähr. Ja. 10 Minuten in der Und Queue dafür sitzen und. dann mit jemandem, der Black Burn auf Level 20 gespielt hat. Yay! Ich meine, wenn wir es vernünftig kiten, vielleicht kriegen wir es dann hin, wir haben einen Support, die nicht. Ja, das Problem ist, dass. Na, wobei. Also, meine Ulti skaliert nämlich auch nicht auf meine Shards oder wie lange ich die behalte, sondern skaliert darauf, wie viele Gegner ich treffe mit meiner Ulti und dann kriege ich mein Leben. Mission starting. Was natürlich ganz angenehm ist, wenn die jetzt voll rein wollen. Dafür bin ich aber halt nicht so ein starker Heiler insgesamt. So. Mag Ras vielleicht einen Schritt weiter gehen? Closer to the end. Ne, anscheinend nicht. Okay. Er möchte dahin. Geht doch einfach ins Unsichtbarkeitsfeld vor uns oder so. Er geht doch weiter. A New Jetzt habe ich ein World Timing dafür gebraucht, weil er awaits. weitergeht. Boah! Was ist hier los? Boah! Ob sie einfach drauf charge oder ob sie zu uns charge, das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Mal sehen, ob da noch jemand ist. Dann ziehen uns Spaß nicht rein, okay. Du Müssen leckst wir ein irgendwie gerade, bisschen. habe ich das Gefühl. Oder ich lecke. Entschuldigung, falls das der Fall ist. Hab nichts gemerkt. Habe leider nichts verstanden von dir gerade kurz. Wieso geht sie sich ein Stück zurück, deswegen? Ach so. Ja, die will, dass die Leute da My reinlaufen. aim is Dann hätte ich ihm doch den Flapper geben sollen. Mein Phantom Core. Der hätte so ein bisschen Damage im Bereich machen You können. hide, he'll see. My war is just starting. Puh.
Wieso glaube ich, die werden nicht auf ihn da oben gehen? Ja, mein Movement-Befehl kam wieder nicht durch. Ach, fuck. Ich muss jetzt überlegen, wie ich es mache. Oh, sie gehen doch auf ihn. Der Vogt? Warum? Natürlich, der ist auch eher weg. Und nicht sie. Ja, das ist mir auch gerade. Oh, das ist nix. Wo ist denn nix? Oh, der steht direkt neben uns. Deswegen sag ich, das ist nix. Der Fuck! Ich bin mir hier wieder Frontline nix oder was? Hatte ich letztens mal in meinem Team vor so einem, ich glaube, einer Woche oder so. Okay, dann bleib ich halt stehen. Ich meine, so schlecht stehst du nicht, aber die können dich jetzt ganz schön hauen. Und der nix ist wieder unsichtbar. Ist gemein. Sieht schon wieder ein Schild ready. Schon wieder? Wer hat schon wieder ein Schild ready? Nee. Achso. Hat sie vielleicht irgendeinen Mod drauf? Moment, erstmal laufe ich jetzt und log ein. Bevor ich nachgucke, was sie für Mods drauf hat. Sie hat eine Free Action. Retribution Damage. Moment, das ist immer eine Free Action. Drei Cooldown hat sie halt da drauf, ne? Drei Runden. Das habe ich ja direkt am Anfang schon gemacht, deswegen. Richtig gehe ich jetzt nicht. Du atmest gerade ganz schön in dein Mikrofon. Ich glaube, sie wollen einfach nur mich hauen. Ich bin nämlich ganz schön auf den Ja. Keks, der Typ. Let's play game of time. So, natürlich, dass der Rast ziemlich viel Damage machen kann. Babadabam. Ich versuche mich immer noch ein bisschen zu heilen, dass ich länger im Spiel bleibe. Zumindest stehe ich noch in Deckung. Okay, jetzt springen sie durch die Gegend. Gut, dass sie nicht angreifen. Nur der haut mir jetzt eins ins Gesicht. Aua. Jetzt gehen sie doch plötzlich auf ihn. Oh, schade. Hätte er sie erwischt, wäre sie tot gewesen. Ja, danke schön, du hast es für mich mitgenommen. Bitteschön. Mach doch immer gerne. So, jetzt versuche ich mal ihn zu schützen. Weil es halt echt wenig bringt, aber meine Ulti bringt auch noch nichts. Ich versuche ihn zu schützen. Ich hoffe, er geht dann irgendwie. Ich laufe ihm dann hinterher. Ich will meine Ulti nämlich dann reinhauen. The game is afoot. Hätte ich das andersrum machen sollen. Okay, da war ich jetzt aber weit weg. Das ist ungünstig. My strength is homemade cluster bombs. Das ist natürlich günstig. Ja, also ich laufe jetzt über die halbe Karte, gefühlt. Das gibt's doch nicht. Ja, der Nix geht schon wieder nur auf den Support. Ja, guck mal, jetzt stehe ich noch viel besser. Kann ich das auf dich kann ich's machen? So. Sie kann noch weg Catalysten. Ist natürlich möglich. Wo springst du hin?
Ich hoffe, er springt in meine Richtung, wo ich auch hinlaufe. Ich hab's nicht gesehen, wo er springt. Erasked springt zu den beiden hin. Rechts. Ja. Ins Dreieck. Dann gehe ich gerade in die falsche Richtung. Aber ich krieg zumindest 39, 36 Leben. Sie um die Ecke erwischt den nix. Ja, ja. You can run, but you can't hide. Stimmt, du bist ja gar nicht Suki. Ich bin irgendwie ganz darauf, dass du Suki bist, aber du bist ja gar nicht so. Bam! Du kriegst 3 extra Heilung pro. Pro Treffer, ja. Ist gut. Und ich hab Ulti. Okay, und die sind darüber gerannt. Ach nö. Ich nehme an, dass er jetzt wegflashen wird. Ja, sonst ist er tot. Wenn er nicht ausweicht. Aber es steht 1-0 für uns. Und wir haben eigentlich die nächste Runde wieder geheilt. I am a force to be reckoned with. Stimmt, die Fu. Hä? Ah, okay. Also die Heilung hat normalerweise eine Skalierung mit drin, aber die wird bei der Mod rausgenommen, die ich drin habe. Dafür kriegst du aber immer 7 extra Heilung. Er ist nicht weggedasht? Nee. Okay, den habe ich nicht gerechnet. Bin ich drauf geschossen? Nee. Er will, glaube ich, ulten. Ja, ne, hier. Was hat denn er für eine Mod auf der Ulti? Das ist wichtig. Der hat die Dreierbreite. Ich bin revealed. Meh. Das ist ja, ich glaube, ich werde mal mich verpissen. Ich stehe da ein bisschen ungünstig. Eventuell habe ich gerade wieder nicht mich rechtzeitig eingeloggt. Ich kann mir nicht entscheiden, wo ich hin will. Und eventuell bin ich gerade reingedasht dadurch. Richtig kacke. Ja, wie gesagt, ich bin reingedasht. Na gut, hab trotzdem die Ulti abgekriegt, die weniger damit macht. Und die habe ich gar nicht abgekriegt. Hat sich doch gelohnt, das Ausweichen. Wow! Yo! Von Rask, ganz entspannt. Neben mir ist jemand. Ich gebe dir mal Heilung, weil ich denke, du kannst besser überleben. Dich komme ich nicht ran, Suki. Heilung! Okay, dann stehen wir jetzt alle auf dem Haufen. Nach der Runde. Ho! Und krieg ich noch einen Hit ab von irgendwo? Nee, bis jetzt nicht. Oh, er stehen geblieben. Leute, ich kann noch jemanden schützen. Ich frage jetzt dich oder Suki. Suki weicht aus, dann schütze ich dich. So. Weil ich habe eh nur 14 Leben, scheiß drauf. Entweder schütze ich dich oder sterb sowieso. Wahrscheinlich. Und wenn du mich viel damit absaugst, ja. Ich kriege also noch ein Schild dafür. Vielleicht überlebe ich dadurch sogar. Nee, ich überlebe nicht. Wobei, doch, ich überlebe, aber Dingens ist abgehauen. Nix ist abgehauen, hat nicht geschossen. Ja. Alles klar, ich hab wieder Ulti. Ist rausgeflasht. Ich hab krieg wieder 36 Leben. Eventuell steht er sogar hier, weil da wollte ich eigentlich hinlaufen. I know how this plays out. Eventuell steht er sogar direkt neben mir. Das wäre natürlich lustig jetzt mit der Ulti. Ich weiß nicht, ob sie weit genug nach rechts gezogen hat. Sie macht das Schild, ich mache ihnen direkten Schaden. Und? Nee, er steht nicht da, aber trotzdem. Ich stehe wahrscheinlich oben. Über der Mauer.
Also, sag mal so, bei dem Leben, wie es gerade steht, denke ich, sind wir immer noch vorne. Du überlebst es nicht nochmal, oder? Doch, sieht so aus. Ne, doch nicht. Absolut Jinx. Kann er noch. Ja gut, nix war irgendwie wahrscheinlich. Er wusste noch nicht, wo er steht. Willst du deine Drohne wieder drüber fliegen lassen? Hm, gleich auf Cooldown. Aber hier steht alle. Er steht gerade richtig scheiche. Ja, ich weiß. Das heißt, ich werde rausfliegen. The outcome is certain. Genau, wie wir das. Aber ich werde sie noch vorher noch. Weaken oder tranken. Ja. Ja, das ist natürlich ganz nice. Hast du einen Double Trank oder? Ne, Single Trank noch. Ah, okay. Brauche extra Energie. Ja, es benutzen halt viele den Double, damit halt zwei Leute im Zweifel schwächen können. Und ich glaube, Titus wäre besser gewesen, weil er mehr Schaden macht. Aber egal. Und Titus ist tot. Ja, aber der hätte halt, ne, weniger Schaden auf unserem Frontliner gemacht. Bis jetzt funktioniert es aber noch ziemlich gut, was die da machen. Das ist eigentlich das Problem. Mhm. Sollen wir uns irgendwie hier unten sammeln? Ich gehe hier immer dahin. So. So. Hinter die Wand, aber so, dass ich meine Leute sehen kann zum Abziehen des Schadens. I'm at my peak. Da liegt, ist auch gleich noch Leben neben dir, ne? Wenn du dich nochmal heilen willst. Also ich kann leider dashen. Mhm. Sie wird jetzt auch dashen, also. Ich versuche mal wieder Suki zu schützen, weil Suki da oben den Nix hat. Irgendwo da. User joined your channel. Hallo, wir nehmen auf. I see all. I swear I'm up to no good. Okay, wir warten das. Tschüss, User. Ich schau mal eben nach. Mike, okay. Mike, ja. Wollte der Battleground spielen wahrscheinlich. Oh, sie ist nicht gedasht. Okay. Meine Energie. Oh, mein Gesicht. Sehr schön. Aua. Na, gibt's doch nicht. Ah, sie hat die Heilung drauf. Oh Gott. Sie heilt sich, ne? Was machen wir? Sterb. Ich stehe nicht da. Ihr müsst euch da Gedanken drüber machen. Ich gehe wieder dahin, wo ich gerade war. Das war angenehm. Ich heile schon mal vor. Oh, hm. Das war. No, er hat gerade so nicht den Ras getroffen mit. Bei mir leckt's. Ah, doch, er hat einen Ras getroffen, da fehlt nur die Emotion. Okay. Ha, um die Ecken. Ja, aber sie haut ab mit ihrer Ulti doch mit Sicherheit. Problem ist, der ist jetzt gefährlich. Ich kann nur ihn treffen. Bevor ich gar nichts tue. Okay. Er weicht aus. Und dann benutzt er eine Ulti. Okay. Das könnte interessant werden. Oh, sie weicht. Die springt nicht. Sie macht einfach nur Schilde. Ah, doch. Sie gibt sich noch mehr Schilde. Greift irgendjemand sie an? Ich, ne? Verdammt! Ich glaube, ich mache AOE drauf. Aber ich bin zufrieden, dass sie da so hingesprungen ist. Weil sie immer noch den Indirect Damage von 35 kriegt. Achso, und das auch noch. Achso. More, aber ultet. Nix können uns umulten. Entweder diese Runde oder nächste. Ah, sie greift direkt an. Okay. Oh, ja. Aua, aua, aua. Wow. Oh Gott, ich bin tot. Boah. Was, die? Ich wollte schon sagen, die bewegen sich nicht.
3 turns left. Fuck. Da habe ich natürlich meine Ulti jetzt verloren. Aber zwei Leute stehen noch. He can't dash? Wer ist denn he? Er da oder was? Ist der Einzige, der nicht dashen. Aber ich krieg sie. Sie ist tot auf jeden Fall. Ja, Sana. Lost? Warum? Wer ist denn noch tot? Achso, weil er jetzt tot ist. Deswegen ach, ist lost. Das ist natürlich. Das habe ich nicht gerechnet. Ja, wir müssen jetzt noch jemanden töten, damit wir das noch ausgleichen. Aber das kriegt man nicht hin. Das ja, stimmt. Selbst wenn ich auf ihn geschossen hätte. Ja, hätte maximal 40 noch gekriegt. Schade, noch eins verloren. Obwohl es ein No-Heiler-Team war, ey. Krass. We have lost as Noob. Fuck. Na komm, den kann ich auch mal wieder machen. Ich habe keinen. Ich habe auch nur einen jetzt gerade gehabt. Na gut, das war's dann mit dieser Runde. Das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie ich das gern gehabt hätte. Obwohl ich fast 400 geheilt habe, hat das nicht gereicht mit unserem Schaden. Hat einfach nicht gereicht. Asana hat 700 Damage gekriegt und ist zweimal gestorben. Das war alles. Wir haben halt viel zu sehr die Frontliner gefokust, bin ich der Meinung. Wir hätten eher, wenn nichts offen war, auf den gehen sollen. Oh, der ist immer so schön draußen rum. Ja, ja, die haben halt die Frontliner genommen, um uns zu beschäftigen, und Nix hat immer drauf geholzt. Und Blackburn. Das ist eigentlich eine ganz gute Taktik, funktioniert anscheinend auch. Man muss dann nicht unbedingt einen Heiler haben. Ja gut, dann war es das für heute. Leider nicht so erfolgreich. Ich danke fürs Zuschauen und bis morgen. Bis dahin.